Guten Morgen. Heute ein ernstes Thema, und zwar David Ekwo Ebobisa, auch bekannt unter dem Namen Mr. Raw, ein Rohkost-YouTuber, bewirbt durchaus offensiv mit eigens dafür kreierten Videos den Bit-Club oder das Bit-Club-Network. Und ich möchte euch heute ganz kurz was dazu sagen, warum das ein Schneeballsystem ist, warum das reine Abzocke ist und ja, entsprechend auch, sage ich mal, ein bisschen meine Enttäuschung über Mr. Raw, über David zum Ausdruck bringen und auch damit anknüpfend etwas über die Rohkost-Szene im Allgemeinen heute sagen. Also, Bit-Club Network, das ist das, was der David bewirbt. Nicht zu verwechseln mit einer Investition in Bitcoins. Die Investition in Bitcoins kann unter Umständen durchaus Sinn machen. Ich werde auch nicht in die Tiefe gehen, weil das die meisten nicht interessiert. Aber ich werde die Kernpunkte euch präsentieren. Kurz zum Hintergrund, ich habe BWL studiert, auch abgeschlossen. Und ich denke, dass ich da schon ein gewisses Wissen da habe. Und ich bin auch schon seit fast 10 Jahren jetzt selbstständig unterwegs und kenne mich mit solchen Investitionssystemen sehr, sehr gut aus. Ich war selber auch Versicherungsvertreter, wo auch schneeballsystemartige Tendenzen oft von mir ja erkannt wurden. Und entsprechend das nur kurz zum Hintergrund. Also, die Bitcoins, das ist eine digitale Währung, da kann man durchaus investieren. Das ist mit Risiko behaftet, aber das ist eine ehrliche Investition. Da möchte ich gar nichts mal dazu sagen, weil bei sowas bin ich immer sehr vorsichtig, was Investitionsempfehlungen angeht. Und dann gibt es, und das ist das, was der David bewirbt, das Bitcoin Mining. Das funktioniert so, dass man durch, sagen wir mal ganz einfach ausgedrückt, man hat eine große Serverfarm, man lässt diese minen, man muss sich das vorstellen, wie vielleicht die beim Goldschürfen, dass man ganz viele Maschinen investiert, um Gold zu schürfen, dann bekommt man Gold und das muss ich natürlich rechnen, dass im Endeffekt nicht so viel investiert wird, als wie man sozusagen dann ja, rausbekommt. Und das ist das Mining. Und da ist es so, dass man quasi, man heutzutage, ich gebe euch auch die Quelle unten, sagen kann, dass man so ungefähr bei 3 Cent pro Kilowattstunde diese Server laufen lassen muss, um dass sich das rentiert. So. Und das, was der David bewirbt, der Bitclub Network, das Bitclub Network, wirbt damit, dass es eine Serverfarm in Island hat. In Island hat man durchschnittlichen Stromkostenverbrauch von 10 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, das würde sich gar nicht faktisch rechnen. Man kann da noch ein paar Sachen ergänzen und ein paar Sachen sagen, wo man ein bisschen reduzieren kann. Aber letztlich kommt auch dazu, dass das Network, dieses Marketing, dieses Schneeballsystem, was dahinter steht, auch noch finanziert werden muss und da auch nochmal Geld reingeht. Das heißt, es macht vorne und hinten keinen Sinn, dass das rentabel ist. Es macht nur dann Sinn oder es ist nur für denjenigen rentabel, und das ist eben auch, wo David eingestiegen ist. Wenn du persönlich einsteigst in das System, bist du erstmal der Arsch. Weil du investierst erstmal. Und du kannst nur dann Geld verdienen damit, wenn du genug, ich sag's einfach mal so hart, Dumme findest, die auch in das System einzahlen. Das ist ein Schneeballsystem. So funktioniert ein Schneeballsystem. Und deshalb kann man mit einem Schneeballsystem auch Geld machen. Nämlich, indem du genug dumme Menschen findest. Oder deine Macht, die du hast, oder dein Potenzial als Influencer, wie das der David hat, im Endeffekt missbrauchst, um die Menschen da reinzureden und dann halt eben wirklich Geld damit zu verdienen. Das funktioniert, wie gesagt, so lange, bis halt die Leute, bis das so groß geworden ist, dass es nicht mehr genug Leute gibt, die investieren, und dann ja, fällt das auseinander, wie jedes Schneeballsystem. Und ja, entsprechend, dieses System ist hochgradig menschenverachtend. Das Verhalten von David, in so ein System einzusteigen, ist hochgradig menschenverachtend. Und da ändert es nichts daran, dass er sich rohköstlich ernährt und vielleicht sonst ein paar gute Ernährungsvorschläge macht, dass er ein Rohköstrestaurant hat, dass er sympathisch wirkt. Ne? Das ändert alles nichts daran, dass dieses Verhalten hochgradig menschenverachtend ist. Und ich bin total enttäuscht, muss ich sagen. Wobei ich schon häufiger eben festgestellt habe, dass David ganz schön manchmal komisch unterwegs ist, so im esoterischen Bereich. Also
ihr wisst selber, Spiritualität, das begleitet mein Leben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Über Spiritualität habe ich erst zu mir selbst gefunden. Und Esoterik ist aber was ganz anderes. Das ist der Versuch, Spiritualität in irgendeiner Weise mit dem Verstand zu erklären. Und was mit Esoterik immer verbunden ist, Geld machen. Ne? Und ja, auf jeden Fall das dazu. Und da möchte ich halt eben auch nochmal dafür sensibilisieren, dass zum einen haltet euch fern von diesem BitClub-Network, ne? Haltet euch bloß fern davon. Das hat nichts wirklich mit Bitcoins-Investment zu tun. Bitcoins-Investment ist was ganz anderes als dieses BitClub-Network. Und haltet euch von jedem Schneeballsystem fern. Es gibt auch noch andere YouTuber, ich habe das auch in der Vergangenheit schon erfahren, die damit andere YouTuber sagen, hey, ich mache damit total viel Geld und total passives Einkommen und unbedingt investieren. Das ist das allerletzte. Das ist das allerletzte. Diese YouTuber, diese Menschen, die mir so kommen und für denen ich das höre, egal was ich vorher von denen gehalten habe, die sind bei mir sowas von unten durch. Weil das ist reine, ich kann es gar nicht in sozialverträgliche Worte fassen, für YouTube geeignet. Es ist, ich sag's einfach mal, menschenverachtend. Und entsprechend passt auf, wenn irgendjemand kommt und sagt, ihr sollt da rein investieren, das ist meistens ein Schneeballsystem, wenn ihr investiert und dann andere Leute auch wieder überzeugen muss, darin wieder zu investieren. Und die Leute, die euch sagen, investiert drin, das sind ja bereits Leute, die investiert haben. Und warum sagen sie, ihr sollt investieren? Na, damit sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen können. So, und das ist ihnen wichtig, ihr persönlicher Reichtum. Und damit werben sie auch, boah, total viel Geld. Aber wer geht den Leuten auf den Leim? Genau die Leute, die auch Geld fixiert sind. Und von daher, man könnte sagen, es geschieht denen nur recht. Aber ich möchte trotzdem die Leute warnen vor David, vor diesem BitClub-Network. Und an der Stelle eben auch nochmal darauf sensibilisieren, dass nicht jeder, der sich rohköstlich ernährt, das gleiche Gedankengut hat. Es gibt auch in der Rohkostszene, und ich muss das so sagen, und das ist wirklich verdammt viel der Anteil, viel rechtes Gedankengut. Und ich weiß auch, auf meinem Kanal gibt es viel, also bei meinen Zuschauern, viel rechtes Gedankengut. Abonnenten von mir, sehe ich persönlich, wer mich abonniert hat, da sind Kanäle dabei, die folgen ganz klar rechten Gedankengut. Ich kann mich natürlich nicht dagegen wehren und jeder hat doch das Recht auf sein Gedankengut. Ich möchte es nur sagen, ich teile das nicht. Ich bin politisch eigentlich, ja, möchte mich da gar nicht zuordnen, aber wenn man es denn zwangsläufig dann macht, dann wahrscheinlich irgendwo im linken Bereich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt in der Rohkostszene halt ja, viele, viele Rechtsideologen und ja, das, also nicht jeder, der sich rohköstlich ernährt, ist in irgendeiner Weise ja gleich gut oder so. Für euch natürlich mag es dann vielleicht so sein, hey, der Christian, der ist eher so links, nee, den wollen wir nicht, wir wollen lieber den Rechten haben oder so. Vollkommen in Ordnung. Bloß, dass ihr unterscheidet und dass ihr nicht, dass die Rohkosternährung, was Sinnvolles ist, dann in ein schlechtes Licht drückt, weil es irgendwelche geldgeilen Menschen gibt, die da über Leichen gehen und oder Leute, die halt irgendwie halt eben so rechtsideologisch sind. Ja, das ist halt ein bisschen schade für die Rohkost, weil die Ernährung hat damit gar nichts zu tun. Ne? Das wollte ich an der Stelle nur sagen. Also, ja, ich will es nicht wiederholen, ich habe es deutlich ausgedrückt und es war mir ein Bedürfnis, das hier zu sagen. Und ich habe auch kein Problem, dass David das hier ja, hört und sieht, weil, ganz ehrlich, das ist richtig scheiße.